GoPro Hero 8. Also ich habe mir mal erzählen lassen, dass man mit den 3er und den 4ern auch schon richtig geile Videos machen kann, wa? Ja. Der Ton und alles komplette Grütze. Hast du nochmal ausgemacht? Jo. Aber hast du oben gedrückt? Nee. Ja. Nee, das stimmt jetzt. Na, ich hab dir wieder drauf gedrückt. Jetzt hier die Lizenz zum Töten, Alter. Ich darf jetzt offiziell hier drüben messen. Ja, geil. Genau. Ein übelster Sackstand hier, dass man hier mal eine Runde Motorrad fahren kann. Trotzdem, so sieht es aus. Bleibt lieber im Osten zum Fahren. Gut, wir sind heute in Weilerswist zu dem zweiten Video. Mal gucken, wie das hier so abläuft. Strecke, naja, Motorräder sehen ganz schön dreckig aus hier, wenn ich mir das so angucke. Das wird schon. Das nächste, woran man sich hier mega gewöhnen muss, man braucht hier so eine scheiß Umweltmatte. Umwelt. Die haben doch nicht wirklich gedacht, dass ich meine Matte hier aus meinem Auto raushole. Ja, so ist ja der Unterschied. Guck dir das an. Eine westdeutsche Matte, schön, keimig, dreckig, eklig. Ostdeutsche Matte, wie ihr leckt. Props hier nochmal an. Custom Matte. Oh, guck mal hier. Diese Aussicht. Klasse. Merkt schon, wenn man halt immer nicht so viel, wenn man nicht immer so viele Leute sind, kommt immer wenig dussige Quatsche bei raus. Was willst du machen halt, ne? Das ist wie das. Was machst du da gerade? Der macht sich warm. Thema verfehlt. Ich bin noch nicht mehr ganz so jung, kommt erst mal mein Alter. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich auf der Strecke. Tierische Pampe hier. Geil. Drecke. Boah, schön Gesichtsfasching beim Helm ausziehen, Alter. Strecke an sich ist so eigentlich ziemlich geil. Nur das Ding ist halt, dass vor den Sprüngen halt immer so kleine Beschleunigungswellen oder so kleine Kanten sind. Und somit kommt man halt manchmal extrem ins Rumschwibbeln. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber. Das macht auf alle Fälle Spaß. Ich glaube, wenn es hier nicht so nass ist, dann ist die Strecke eigentlich ganz geil. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich heute das neue Motorrad mal fahren kann, darf oder möchte. Aber wenn ich jetzt hier gerade so Martin sein Motorrad vor mir habe, dann vergeht mir irgendwie jegliche Lust, dieses Motorrad so einzumodern. Weil, warte, ich zeige euch hier mal kurz Martin sein Motorrad. Und jetzt zeige ich euch mal, wie mein Motorrad noch aussieht. Also ich denke, so die Antwort ist klar, das werden wir heute nicht bewegen. Das kann ich nicht übers Herz bringen. Nee, das machen wir nicht. So, dann will ich jetzt noch einmal losfahren mit dem Moped. Ich werde mir mal die GoPro auf den Kopf schnallen und euch mal eine Runde mitnehmen. Dann sind wir uns gleich auf der Strecke. Thank you.
Also wenn er beim Fahren mal irgendwie Werkzeug braucht, ja, einfach einen Hartboden fahren, da kann man sich seine Verlängerung einfach irgendwo reinstecken. Geil. Heute macht der Martin mal die Abmoderation. Er hat sich so darauf gefreut den ganzen Tag. Und vor allem, er liebt es einfach, die Kamera im Gesicht zu haben. Ich habe ja nichts gegen die Kamera. Also was sagen wir jetzt zu dem Tag? Tag war eigentlich geil bis zum Schluss, weil der Rochen wieder den Dienst quittiert hat heute. Aber du, fragt nicht, was er fährt. Da brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen, weil ihr kennt ja das Ding, was ich da ja habe. Schon wieder dieser Finger, hast du das gesehen? Ja, war der Finger wieder, ja. Alter. Beste definitiv, also Getriebe einmal Schrott. Ich wurde wieder belehrt, Viertaktfahren ist doch gar nicht so scheiße. Und vor allem, keine KTM weiterfahren, wir bleiben bei der UFO. Das KTM, UFO fahren ist okay, weil da steht eine gute. So, in diesem Sinne, macht das gut, Leute. Peace und lange Haare, bis zum nächsten Video.